Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Pfingstnovene, zweiter Tag. Draußen braut sich gerade ein bisschen was zusammen. Ist eine gute Gelegenheit, ein bisschen über das Wort Geist, Heiliger Geist, nachzudenken, was da sein könnte. Gibt vielfältige Erklärungsversuche und Beschreibungen. Es gibt im Altdeutschen das Wort, oder gibt es auch heute noch, glaube ich, die Gischt. Und das scheint wohl für Geist so ein bisschen so die Herleitung zu sein. Die Gischt, ein Brausen, wie es Wellen erzeugen, also auch ein starkes Wehen, Sturm. Gibt aber in der Bibel auch eine Stelle, wo es heißt, Gott war nicht im Sturm, sondern eher so im stillen Säuseln, in einem stillen Wehen. Geist spürt man zwar oft, aber man sieht ihn ja auch nicht unbedingt, genauso wie man die Luft nicht sieht oder einen Virus nicht sieht. Deswegen auch Grund für Verschwörungstheorien. Das ist dann bei den Menschen auch der Fall, die an Geister im Sinn von Gespenstern glauben. Naja, im Griechischen gibt es das Wort Dynamis, der Dynamo, die Kraft, die uns antreibt. Und im Lateinischen den Spiritus. Ja, der Geist ist dann natürlich auch im anderen Sinn bekannt geworden, im Weingeist oder in den geistlichen Getränken, Spirituosen genannt, aber die nicht immer so ganz gesund sind. Wenn man zu viel da hat, dann torkelt man umeinander. Ja, und der Geist war ja auch der Baustil des Barock. Da sieht es auch so aus, wie wenn alles durcheinander geweht wäre. Und im Hebräischen gibt es das Wort Ruach. Das ist dann mehr der Hauch, der Odem, der Atem Gottes. Jedenfalls eine wunderbare Kraft, von der wir leben. Wir denken übrigens auch immer mit unseren Kindergartenkindern ein bisschen nach, was Pfingsten bedeutet. Und da haben die ein schönes Lied. Da ist der Text von Rolf Grenzer und die Musik von Robert Haas. Es weht um unsere Erde, seitdem ein frischer Wind, weil jeder es seit Pfingsten weiß, dass wir mit Gott verbunden und Jesu Brüder, Jesu Schwestern, Gottes Kinder sind. Als Christus auferstanden war, macht er den Jüngern Mut. Ich geh zu Gott, so sagte er, und es wird alles gut. Es weht um unsere Erde, seitdem ein frischer Wind, weil jeder es seit Pfingsten weiß, dass wir mit Gott verbunden und Jesu Brüder, Jesu Schwestern, Gottes Kinder sind. Ich werde immer bei euch sein, könnt ihr mich auch nicht ziehen. Ich bin bei Gott, das werdet ihr auch nach und nach verstehen. Es weht um unsere Erde, seitdem ein frischer Wind, weil jeder es seit Pfingsten weiß, dass wir mit Gott verbunden und Jesu Brüder, Jesu Schwestern, Gottes Kinder sind. Ja, gerade in diesen Tagen wissen wir, wie schwierig es ist, wenn man keine Luft kriegt, wenn man nicht mehr atmen kann, wenn die Lunge nicht mehr so funktioniert, wie sie es soll. Und so ist es auch, wenn uns der gute Geist Gottes fehlt. Manchmal ist es schon ganz gut, wenn er uns ein bisschen anblast und aufrüttelt. Und dazu segne euch an diesem Samstag der lebendige und heilige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Bleibt gesund.